Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen nun zum nächsten Teil. Ich versuche, einen Überblick zu verschaffen, was die Adjuvanten- und Neoadjuvanten-Therapien auf die Rekonstruktion für Auswirkungen haben können. Ich habe grob unterteilt Einfluss der Adjuvanten- oder Neoadjuvanten-Therapien auf folgende Verfahren, der Einfachheit halber, also die zweizeitige Rekonstruktion mittels Expander und anschließend Wechsel auf ein definitives Implantat versus die einseitige Rekonstruktion, wie wir sie jetzt gehört haben, mit der azellulären dermalen Matrix. In den Literaturrecherchen sind vor allem die älteren azellulären Dermalen Matrixes vertreten, also die Human, das Allodern, das Stratis eher neuere Generation, ist jetzt so in den letzten 2 Jahren so in Studien erschienen. Auf die Studien gehe ich nicht ein, da verweise ich dann einfach kurz auf die Studie von den Doktoren Lardi und Faradi. Und dann Einfluss auf die Rekonstruktion mit dem autologen Gewebe. Was mir bei der Durchsicht der Literatur aufgefallen ist, ist, dass man sie kritisch durchschauen muss. Am liebsten hätte man ja eine Studie, die von einem Operator durchgeführt worden ist, an einem Single Center mit einem High Turnover Rate. Und wie wir vorhin gesehen haben, es gibt auch einen Bias in der Lernkurve, also es gibt gewisse Studien, die haben zum Glück unterteilt die ersten 5 Jahre und dann die letzten 5 Jahren, dann konnte man schon nur anhand der Expertise sehen, dass die eine Verbesserung des Outcomes gehabt haben. Und dann natürlich die Publisher Bias, man sieht gewisse Häuser, die haben eine bevorzugte operative Technik und dann das auch in gewissen Jahresabschnitten. Und dann gilt es auch zu unterscheiden zwischen Lappenkomplikationen und Mastektomiekomplikationen, das ist auch nicht immer sauber getrennt in den Literaturen. Und dann die Heterogenität natürlich der adjuvanten Therapien, die schwierig untereinander zu vergleichen sind. Aber nichtdestotrotz, es geht jetzt darum, in einem ersten Schritt zu schauen, die neoadjuvante Chemotherapie, was hat die für Konsequenzen auf die zweizeitige Implantatrekonstruktion, auf die einseitige mit der azellulären Dermalmatrix und bei den autologen Gewebtransfer. Es gibt eine gute Studie, die ein Review-Artikel ist und eigentlich das meiste drin hat von der Gruppe von O 2011 im Journal of Plastic and Reconstructive Aesthetic Surgery erschienen. Ich habe groß einmal auf der linken Seite, A steht für autologe Rekonstruktion, ganz unten die Studie von Sultan aus dem 97, hat gemischt autolog und implantatbasiert untersucht, Einfluss der neoadjuvanten Chemotherapie, aber sie haben dann die Autologen nochmal gesondert angeschaut, also das ist auch korrekt zum Schauen. Leider haben die erste und die letzte Studie nur eine Fallzahl von 22 Patienten, aber sie konnten zeigen, dass die neoadjuvante Chemotherapie auf die autologe Rekonstruktion keinen signifikanten Einfluss hat bezüglich Komplikationsrate. Dann eine groß angelegte Studie prospektiv 1995 von Banic, 111 Patienten eingeschlossen, ein Drittel davon neoadjuvant chemotherapeutisch behandelt, freie mikrovaskuläre Lappentechniken mit dem TRAM. Und auch sie kamen zum Schluss, dass es keinen Einfluss hat auf die autologe Gewebsrekonstruktion. Hier weitere Studien, autolog von Deutsch, 31 Patienten eingeschlossen, hatten nicht nur freie, sondern freie und gestielte Lappenplastiken, kann man machen. Keine erhöhte Komplikationsrate, sie haben einzig gesehen, was auch klar ist, bei Rauchen vermehrte Fettnekrosen und erhöhte Wundheilungsstörungen. Die nächste von GUI kommt zum genau gleichen Ergebnis, ein bisschen mehr Patienten eingeschlossen, 48, und die unterste Studie musste ich rausnehmen, weil die haben Chemoradiatio gehabt, also sie wurden nachbestrahlt und das war nicht sauber getrennt, das ist klar, dass die eine höhere Komplikationsrate haben.
Dann die neueren Studien 2006 von Merera, 952 Patienten, Meta-Analyse retrospektiv, mikrovaskuläre Rekonstruktionen, 60% Sofortrekonstruktion, kein Lappenverlust, auch keine Verzögerung der Adjuvantentherapie. Kann man machen. Sie haben gesehen, dass Obesity, also höher BMI, mit einer höheren Komplikationsrate vergesellschaftet ist. Dann das Team aus London, Zweifel und Dr. Faraday, prospektiv sauber angelegt, 47 neoadjuvante Chemotherapie versus Kontrollgruppe von 52 ohne neoadjuvante Chemotherapie, auch dort keine signifikanten Unterschiede gesehen. Dann die letzte von Azavi, der hat 170 Patienten autolog kombiniert mit Implantaten behandelt und auch dort bei den Autologen keine signifikanten Komplikationen unter neoadjuvanten Chemotherapie. Jetzt kommen wir zu den implantatbasierten zweizeitigen Rekonstruktionen. McCarthy, große Studie, prospektiv angelegt, 884 Patienten, die Hälfte davon mit neoadjuvanter Chemotherapie, leider auch die adjuvante Chemotherapie drin eingeschlossen und nicht sauber aufgetrennt. Die konnten aber zeigen, dass die Chemotherapie keinen signifikanten Einfluss hat als auf die Kontrollgruppe, die nicht behandelt worden war. Mitchem et al. Prospektiv angelegt, auch viele Patienten, 120, ein Drittel davon mit Sofortrekonstruktion, die hatten Komplikationen, 30% der Expander, also ein Drittel der Expander musste wegen Infektionen, Lappnekrosen entfernt werden. Er sagt, man kann es machen, aber aufgepasst. Pellet, prospektive Studie, kommt zum Ergebnis autolog Implantat basiert, keine größere Komplikationen, hatten aber eine hohe Explantationsrate der Implantate von 26%, aber bei den adjuvanten Chemotherapien, also anschließend auch 22% und ohne Therapie auch 18%, also die waren eigentlich generell schlecht. Dann Radanovic hat eine Studie gemacht, Nippelsparing mit Implantaten und hatte sehr gute Ergebnisse, auch unter neoadjuvanter Chemotherapie. Neoadjuvante Chemotherapie und azelluläre Dermalimatrix im eigenen Patientengut, London haben wir gehört, erhöhte Komplikationsrate von 44%, Serome, Infekte, Explantationen. Unser Fazit für die neoadjuvante Chemotherapie, unsere Guidelines sind einseitige Rekonstruktion kann man den Patienten anbieten, entsprechend aufklären, dass es vermehrt Komplikationen geben kann. Azelluläre dermale Matrix in Setting, nein, also keine einseitigen Rekonstruktionen, autolog rekonstruiert nach neoadjuvanter Chemotherapie, ja. Jetzt, wie sieht es bei der Radiotherapie aus? Dann muss man sagen, dass sich die Radiotherapie zum Glück in den letzten 10 bis 15 Jahren recht verändert hat. Patientenbedürfnissen auch den Operateuren gerechter geworden ist. Durch die intensitätsmodulierte Radiotherapie gelingt es, einen dreidimensionalen Körper durch abgeschwächte Strahlengänge mit gleicher Strahlendosis zu behandeln. Es gibt genügend Studien, die noch keinen Nachteil gegenüber dem Langzeitüberleben oder den lokalen Recurrence Rate aufweisen. Das Kapitel ist noch offen. Ich habe jetzt Literatur untersucht, Radiotherapie Einfluss zweizeitig, einseitig autologe Rekonstruktionen. Hier Long Island, 92 Patienten autolog Komplikationen unter Bestrahlung 33% mit dem Expander, 0% bei Eigengewebe. Also ein Drittel der Patienten,
implantatbasiert zeigen schwere Komplikationen auf. Keine bei den Autologen. Cordero groß angelegte Studie, 68% mit einer Kontrolle eingeschlossen von 75 ohne Radiotherapie. Kontrakturrate von 68% versus 40%, aber das sind auch die Kontrakturrate Grad 2 eingeschlossen. Wenn man nur die höhergradige anschaut, dann kommt es ungefähr so das, was wir kennen, 40% bestrahlt versus 10% Kapselkontrakturrate. Cordero hat ein ganz spezielles Protokoll, er macht Mastektomie, Expandereinlage unter der adjuvanten Chemotherapie wird der Expander aufgeblasen, dann gewechselt nach der Chemotherapie auf definitives Implantat und dann das Implantat bestrahlt. Dann Wanderweier nur 6 Patienten eingeschlossen. Ich bringe es hier nur, weil es Follow-up war, 5 Jahre. Man hat das Gefühl, wenn man lange genug wartet, dann machen alle bestrahlten Implantate irgendwann mal eine Kapselkontraktur. Die Studie von Dr. Eslardi und Faradi konnten, wie vorhin gezeigt, eine Reduktion der Kapselfibroserate von 40% auf 13% unter dem Einsatz von acellodermalen Matrix zeigen. Autologe Bestrahlung, hier Radiotherapie von Rogers, der einzige, der DIEP nachkontrolliert hat, alle anderen Type of Reconstruction Tram, praktisch nie Lappenverluste. Was man sieht, ist so ein vermehrter Anteil an Fettnekrosen, so um die 10%. Das ist auch das, was wir den Patienten sagen. Sagen auch den Patienten, dass man das sekundär dann, wenn es therapiebedürftig ist, mit Lipofilling. Ein klinisches Beispiel, Entschuldigung, Herr Färber. Patientin rechts Mammakarzinom, BRCA1 positiv, prophylaktische Operation links, rechts wussten wir, dass sie bestrahlt werden muss. Hier das Bild links nach Rekonstruktion mit Oberschenkellappen vor der Bestrahlung bereits eingezeichnet. Rechts das Bild 5 Monate postoperativ und 2,5 Monate nach Bestrahlung, nach abgeschlossener Bestrahlung, praktisch kein Volumenverlust in der Hirslandengruppe bestrahlt. Hier der Donor-Side-Defekt. Frau Kämpfer, die bei uns die medizinischen Areolen Tätowierungen macht. Das Bild ist von ihr. Patientin wartet auf die Finalisierung. Bei ihr wurde hier eine 3D-Rekonstruktion imitiert. Sie ist zum Schluss gekommen, dass sie von einer Nippelplastik profitieren würde. Das ist jetzt geplant und dann gibt es ein Areolen-Tattooing. Fazit für die Radiotherapie. Setting zweizeitig eher nein. Mit der Porzinen Stratis, acellodermalen Matrix, ja, Autologe, auch kein Problem. Hier kurz der Algorithmus, den wir haben, aus dem vorher Gesagten, ist ein bisschen viel, nur ganz kurz, Kinsparing, Mastektomie, müssen wir wissen, neoadjuvante Chemotherapie, ja oder nein, Radiotherapie geplant, ja, nein. Im neoadjuvanten Setting ist Flap und zweizeitig erlaubt. Aufgrund der aktuellen Datenlage nehmen wir eher Abstand von der acellulären dermalen Matrix. Radiotherapie geplant, dann autologe Rekonstruktion, haben wir keine Probleme damit und mit der autologen dermalen Matrix sollte das auch gehen. Vielen Dank.